Wenn der Prüfer unters Auto schaut. Alltag im Kampf um die Plakette. Die Männer vom Fach entdecken versteckte Mängel, die gefährlich werden können. Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser und dabei bleibt es dann auch bei mir auf alle Fälle. Sicherheit, oberstes Ziel aller Abnahmen. Kein Mangel entgeht den geschulten Augen der Profis. Wollen wir mal schauen. Arbeitsbeginn für Stefan Heinecke. Seit 12 Jahren arbeitet der Ingenieur in einer DK-Prüfstelle in Berlin. Täglich etwa 25 Haupt- und Abgasuntersuchungen, ein umfangreiches Programm für den 44-Jährigen. Sein erster Fall heute, ein aufgemotzter Audi A4. Probefahrt. Ich war extra so mit dem Auto. Denk mal schon, dass es gut geht. Probefahrt bestanden, jetzt kommen die Scheinwerfer dran. Sind zu hoch. Stefan Heinecke will herausfinden, ob es sich um einen Defekt handelt. Die Höhenverstellung funktioniert, ja. Scheinwerfer Grundeinstellung. Wir werden mal sehen, ob wir es einstellen können. Hier quietscht es. Das ist die Klimaanlage, die hier Geräusche macht. Macht schon länger, das oder? Das wird aber von der Werkstatt richtig gemacht, weil da kommt man nicht ran. Der ist ja wesentlich zu hoch hier. Oh Gott. So haben wir es. So ist das in Ordnung. Bisschen nachstellen hilft, ja? Ja, also wenn das so einfach mit einem Immo-Schlüssel möglich ist, dann ist es okay. Also es gibt auch welche, die sind dann lose, kaputt oder verformt, weil er mal vorne einen Schaden hat im Frontbereich. Und da lässt sich es natürlich nicht nachstellen. Aber wenn ich das mit einem Immo-Schlüssel machen kann, dann mache ich das. Muss man? Muss ich nicht, nein. Ich kann auch aufschreiben, Scheinwerfer zu hoch, dann kommt sie wieder. Aber das waren ein paar Sekunden eben. Ich hoffe, sie dankt mir. Die nächste Auffälligkeit. Ja, das Rücklicht wurde verändert. Ein genehmigungspflichtiger Umbau. Die Rückleuchten. Da soll es wohl oben im Zettel geben. Aber uns wurde damals gesagt, da brauchen wir nichts. Da ist bloß wichtig, dass wir diese Katzenaugen unten dran haben. Die sind dran. Und die sind dran. Und jetzt würde er aber gerne noch irgendwie einen Zettel sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich sowas besitze. Die junge Frau ist ein wenig ratlos. So viel Papier und nichts dabei. Ja, hier ist viel, viel verändert, aber sie legt wahrscheinlich einen Wert auf Veränderung. Das ist nicht von der Stange, das Auto, ne? Nee. Es hilft nichts, die Papiere müssen her. Sonst gibt's keine Plakette. Kollege Stefan Jäger hilft der jungen Frau. War noch nicht gefunden? Das Thema, so, ja. In zweifacher Ausführung. Von ja, rechts und links. Ja, schon. Ach Mensch, ich danke Ihnen. Alles scheint sich zum Guten zu wenden. Doch dann schon wieder ein Problem. Die Radkennzeichnung, wo ist die? Habe ich bis jetzt noch gar nichts gefunden. Haben wir Typ Teilenummer 4D06. Das ist vom A6 oder vom A8 oder wo ist die Felge her? Vom A8. Innen am Felgenbund habe ich nichts gesehen. Ich weiß nicht, wo die gekennzeichnet ist. Es ist durchaus möglich, dass das innen ein Zentrierbund ist. Und da müssen wir höchstwahrscheinlich die Felge abschrauben. Im Süden von Berlin. Diplom-Ingenieur Gerd-Peter Fink auf dem Weg zu einer Motorradwerkstatt. Hier hat er jeden Dienstag zu tun. Heute stellt ihm der Werkstattleiter als erstes eine Straßenmaschine vor. So, PC35 ist also eine Honda CBR 600. Das geübte Prüferauge entdeckt sofort einige Veränderungen. Also mir fällt hier schon etwas auf, was hier in diesem Fahrzeug verbaut ist, wo ich jetzt hier keine Angaben im Fahrzeugschein finde. Das ist ein Lenkungsdämpfer. Dieser Lenkungsdämpfer ist anbauabnahmepflichtig. Wenn dann, aber das hätte hier passieren müssen, ist hier also nicht der Fall. So, Reifengröße. Wir haben hier also 120/70 ZR17. Aber wir fahren hier einen Bridgestone Buttlux BT012. So, dieser müsste auch in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Oder beziehungsweise es müsste eine Reifenfreigabe vorliegen vom Reifenhersteller.
haben wir auch nicht. Also hier haben wir schon zwei erhebliche Mängel jetzt hier gefunden, weil das ist unbedingt notwendig. Dieses Fahrzeug läuft 260, es ist also unbedingt erforderlich, dass wir hier diese Reifenfreigaben vorliegen haben. Was mir auch ein bisschen verdächtig erscheint, ist der Auspuff hier, weil eigentlich diese Auspuffanlagen sonst eine Kennzeichnung haben. Dieser Auspuff hat hier keine Kennzeichnung. Wir probieren das mal, inwiefern er uns lauter oder leiser erscheint. Wenn man das hört, dann weiß man also auch schon, der ist also bedeutend zu laut. Dann muss er es so wieder mitnehmen und wieder in den Ursprung versetzen. Ja? Dann brechen wir ab. Ja? Er kriegt jetzt von uns eine detaillierte Auflistung, welche Unterlagen er zu erbringen hat, was geändert werden muss. Dann denke ich mal in einer Woche das Fahrzeug nochmal vorstellen und dann hoffen, dass Peter seinen Segen gibt. Also da kann ich Ihnen nur einen Spruch dazu sagen, der heißt, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser, und dabei bleibt es dann auch bei mir auf alle Fälle. In jedem Falle. In jedem Falle. Da ist Peter gnadenlos. Nächster Fall, eine Probefahrt. Ein Quad aus den USA. Neuland für Gerd-Peter Fink. Mal auf am besten. Ja, am besten so. So. Also, wir haben hier das Zündschloss. Du startest das Fahrzeug hier oben. Ja. Ja. Bisschen fahrzeuguntypisch. Okay. Ja. Okay. Lisa, mach ein bisschen vorsichtig. Quads erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Mit 100 Stundenkilometer erreichen sie ein beachtliches Tempo. Doch bevor die schnellen Mini-Traktoren für den allgemeinen Straßenverkehr zugelassen werden, müssen auch sie geprüft werden. Die Papiere müssen die europäischen Standards erfüllen. Ganz in der Nähe hat Andreas Kessler eine alte Mähdrescherscheune zur Autowerkstatt umgebaut. Hier bastelt er mit Freunden. Vor ein paar Jahren hat er diese S-Klasse, Baujahr 76, günstig gekauft. Jetzt will er das stillgelegte Auto wieder aufbauen. Die Frage ist natürlich, was sagt der TÜV dazu? Tja, ich glaube, auf hoher See vor Gericht und beim TÜV ist man in Gottes Hand. Ne? Es kann immer alles passieren. Es kommt zum Teil ja auch darauf an, was die Gutachter gerade gefrühstückt haben und wie sie gefrühstückt haben. Es gibt immer wieder Fälle, wo der Ermessensspielraum, den ja jeder Gutachter hat, sehr weit ausgeschöpft wird. Und dann gibt es wieder welche, die halten sich total fest am Buchstaben der Straßenverkehrszulassungsordnung. Und naja, das führt dann natürlich oft. Unterstützung naht. Jan Horn, auch ein Autobastler. Ja. Hallo. Klimaanlage angewiesen? Das sieht wild aus, nicht wirklich. Die Fensterklimaanlage. Ach auch. Wie wählt die das? Alles gut am Stern? Naja, weiß ich noch nicht so richtig. Ich mach gerade die Räder runter, also die Pentafelgen runter und mach hier die Barock-Alus rauf. Na gut, dann fangen wir erstmal mit den Rädern an. Wütet auch die braune Pest, du. Auch nur ein bisschen. Hier hat mal irgendeiner so ein bisschen Bärenkacke reingeschmiert. Wenn das hier abreißt, da kommt bestimmt auch ein faustgroßes Loch vor. Eieiei. Was ist das nur? Bärenkacke, na, ist, sagt man so im Schrauberjargon, Glasfasermatte und Kunstharz. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Auch den Daimler von Jan Horn haben sie restauriert. Aber sieht ganz anders aus gleich, nicht? Mit Barockfelgen. Viel besser. Ja. Guck mal runter, Jatten, ob da irgendwo was rausläuft. Na, stopp, jetzt kommt. Ja? Ah ja, da haben wir es. Na, den kriegen wir noch dicht. Ja, müssen wir neu machen. Highmiler, Heaterhose, ein Kühlwasserschlauch. Kann man den benutzen? Eigentlich, ich habe es für die Servoanlage genommen. Kannst du nehmen, ja. Ja? Ein Stück ab. Mercedes Shell noch dran. Geht ja nichts über Qualität. Kann man auch nach 25 Jahren noch lösen und wieder anziehen. Nicht zu fassen. Zunächst einmal muss die Rarität wieder zum Laufen gebracht werden. Nicht ganz einfach. Denn seit Jahren ist an dem Fahrzeug nichts mehr gemacht worden. Ja, jetzt. Na also. Ein letzter Test und dann müssen die Prüfer entscheiden.
Von deren Urteil hängt es ab, ob sich die Restaurierung lohnt. Ja, wunderbar. Also, was man hier prüfen kann, vorwärts fährt er, rückwärts fährt er, bremst. Ja. Tja, jetzt will ich mal ein paar Korrosionsschäden beseitigen und dann können wir loslegen. Zurück in der Berliner DK-Prüfstelle. Noch immer hat Stefan Heinicke mit dem aufgemotzten Audi zu tun. Für die speziellen Reifen will sich partout kein Eintrag finden lassen. Der Abrollumfang des Reifens ist zu groß, Stefan. Jetzt steht die Prüfung auf des Messers Schneide. Damit kriegt's auch keine Plakette, wenn das so bleibt hier. Weil sie den Nachweis über die Felge nicht hat und über die Reifen. Mit all den Schwierigkeiten hatte die junge Frau nicht gerechnet. Ihr Freund hat sie zur Prüfstelle geschickt und sie im Glauben gelassen, dass mit dem A4 alles in Ordnung ist. Mal schauen, ob das was wird. Das weiß ich noch nicht. Eine halbe Stunde blättern in Unterlagen und Katalogen. Aber irgendwo muss es ja stehen. Die Mühe scheint vergebens. Doch dann endlich findet Stefan Heinicke mit viel gutem Willen eine Lösung für das verzwickte Problem. 18 Zoll. Ich krieg mal nochmal einen neueren Kotter. Nee, hat sich geklärt. Reifen. Ich habe noch einen Reifen gefunden, das ist der 2555R16. Hast du geguckt, ist der sehr mäßig? Der hat 1930 mm Abrollumfang. Plus 1% sind 1949 mm, also es funktioniert. Gut gerechnet. Schwieriger Fall. Okay, einen Moment noch, ja. Das ist ja aufregend. Das ist sowas von aufregend. Aber es hat noch ein gutes Ende genommen. Mann. Was hätten Sie gemacht, wenn es nicht geklappt hätte? Dann hätte ich erstmal meinen Freund geschlagen. Nein. Ja, abbauen. Wenn sie nicht zugelassen sind, abbauen. Andere Reifen wieder raus. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt weiterhin. Ja? Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Eine Spezialwerkstatt für Oldtimer. Die Besitzer Christa Weltecke und Rolf Runtemund warten auf den Prüfer. Nee. Also entweder springt er jetzt gleich an oder er säuft uns ab. Ich weiß, warum er nicht anspringt, weil ich das Relais abgezogen habe. Gib ihm eine Ladung von dem Zeug. Ach, lieber nicht. Ein 30 Jahre alter Citroën mit Maserati-Motor. 7 Monate haben die beiden daran geschraubt, Ersatzteile aus aller Welt besorgt. Klasse! Aber leider hilflos. Unsere Abdeckung da, die mit dem Öl, die hält leider nicht. Gut. Geht doch. Also die Feinarbeiten müssen noch gemacht. Aber wir schaffen das Gutachten nicht. Wenn sie vorne dampft und qualmt, sind wir schon erstmal einen großen Schritt weiter. Ja. Tag, Herr Fink. Na, das ist ja schön. Ja. Viel Arbeit und der erste Erfolg. Ja, ist immerhin schon. Jetzt können wir wieder ein paar lächelnde Züge. Aber dass er die Geräusche von sich gegeben hat, das ist immer erstmal schon ganz positiv. Ja. Also ich kenne andere Geräusche und in der Regel war es dann auch vorbei. Das kriegt man bestimmt hin. Stimmt. Bevor sich DEKRA-Prüfer Gerd-Peter Fink dem Citroën widmet, nimmt er diesen originalgetreu restaurierten Jaguar E-Type unter die Lupe. Ein kleines Problemchen habe ich hier vorne schon gesehen. Und da hat wohl der eine Scheinwerfer die letzte Ausfahrt nicht ganz überstanden. Hier müssen wir sicherlich mal was machen. Das ist hier also ein Steinschlag. Ach ja, mir geht auch nichts. Ja, also Bremsbeläge in der nächsten Zeit da rund im Mund. Es ist noch nicht ganz so weit, aber die werden sicherlich nicht mehr allzu lange halten. Nach der nächsten größeren Ausfahrt ist das dann sicherlich so weit. Wie gesagt, sie haben sich schon auf 20 Meter genähert. Nichts Erhebliches. Das sogenannte James-Bond-Auto ist in einem tadellosen Zustand. Ja, also mein Ergebnis steht soweit fest. Wir müssten den Scheinwerfer vorne nochmal wechseln. Das wird sicherlich kein Problem sein. Und in der nächsten Zeit dann die Bremsbeläge mal. Die sind also auch mal dran. Und ansonsten habe ich keine Sorgen hier, die Plakette anzubringen. Auf seinen E-Type Baujahr 1970, Spitze 240, ist Rolf Runtemund ganz besonders stolz.
Dieses Auto muss behandelt werden wie eine Primadonna. Man hört auf jede Stimmungslage, man hört also ständig irgendwie, ist das Geräusch normal oder war das immer schon oder ist es lauter geworden? Der Bass, lässt sich, den dieses Auto von sich gibt, lässt sich wirklich nur mit solchen Hubräumen darstellen. Wenn man Gas gibt, dann wissen es die anderen auch. Probefahrt mit einem historischen Jaguar, auch für einen Kfz-Sachverständigen kein alltägliches Erlebnis. Das ist ein super Geräusch hier drin. Während Gerd-Peter Fink den satten Sound genießt, hat Stefan Heinicke in der Prüfstelle eine harte Nuss zu knacken. Ein Segelfluganhänger braucht eine neue Betriebserlaubnis. Wir müssen in Obacht gehen. Ich habe fast das Gefühl, der Bund hier in der Felge. Ich hole neue, ne? Ich habe bloß noch keine gekriegt. Die sind offensichtlich schon ein bisschen älter. Also die Typen sind schwierig zu kriegen. Ne? Reifendienstag vorne gleich an der Ecke. Ja, ich fahre da gleich mal hin. Ja. Hoffentlich haben die sowas. Wir haben sowas. Am Rad fehlen zwei Muttern und an der Fahrgestellnummer zwei Buchstaben. Das ist die Zug. TP14 ist die Zug. TP14, 48, 6, 58. Das ist vom Dr. Deichsel. Das ist vom Dr. Deichsel. Ja, das ist Dr. Deichsel. Okay. Euer 77. Und die haben sie für vierweise, also 1000 Kilometer. Sieht sie das gut? Ja, ne? 1000 Kilometer. Das haben wir. Alles klar. Das TP, das müsste hier irgendwo auftauchen und das haben wir nicht. Haben Sie den Schlagzeilen da noch? Hauen Sie sich noch rein? Ja, ich darf das, aber nur, wenn die Zulassungsstelle ja sagt dazu. Ach so, ich darf ja nicht an der Fahrgestelle rumschlagen. Ne? Ja. Ich rufe die gleich mal an. Mhm. Die sind drin, dann brauchen wir mit dem Hänger nicht rummanövrieren, sondern dann kommen die her und schauen die sich das hier mal an. Ja, ach müssen so. Wir mal gucken. Ah, ja. Das müssen wir auch noch klären. Ne? Ja. Ruf die an. Wir bleiben erstmal stehen. Ach so, gut. Ja, machen alles fertig. Ja. Das Problem, das ich hier habe, liegt daran, dass der Verein, der mir den Hänger verkauft, das Flugzeug verkauft hat mit dem Hänger, dass die den Schein verbummelt haben. Und ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich von der Behörde dieses Dokument gekriegt habe, mit dem Nachweis, dass es verloren gegangen ist. Ja? Ich habe mich hier nur im Kreis gedreht, bin bald verrückt geworden. Ja? Bin völlig genervt. Ja? Auch telefonisch, mir konnte keiner eine vernünftige Antwort geben. Ich kann es nicht mal entstempeln. Ja, also es ist einfach verrückt. Ne? Ja, es kostet einen Haufen Nerven bei Ihnen, echt. Ja, es muss schon okay sein. Ich denke, TP fehlt. Es ist, wenn man es ganz genau nimmt, nicht die Nummer. Und wenn er wirklich mal ins Ausland fährt mit dem Hänger und an der Grenze gerade Richtung Osteuropa will, dann kann es ihm passieren, dass sie den Hänger wegnehmen. Weil die feststellen, dass die Fahrgestellnummer also nicht vollständig ist. Ne? Das müssen wir jetzt hier klären. Ich tue ihm keinen Gefallen, wenn ich da die Augen zudrücke oder so. Irgendwann ist er dran. Zum Glück haben auch die Mitarbeiter der Prüfstelle ein Einsehen. Eins. Stefan Heinicke darf nachbessern. Mit handwerklichem Geschick hilft er dem Mann aus der Klemme. Wunderschöne Nummer geworden. Also da brauchen wir Radmutter machen. Ist das in Ordnung? Auf der Bühne nebenan geht es mit einem Bus weiter. Hier schauen die Sachverständigen ganz besonders gründlich nach. Alle drei Monate müssen Busse zur Prüfung. Zuverlässigkeit ist oberstes Gebot. Kompromisse gibt es nicht. Und in einem Vierteljahr kann sich viel abnutzen. Okay, Bremse treten dazu und nochmal. Gut. Ja, der fliegt runter. Was kann da passieren? Na, im schlimmsten Fall, dass der Reifen einfach mal abfliegt. Hm. Das sind dann so die Laufflächenenden, die man auf der Autobahn manchmal am Rand liegen sieht. Ne? Haben Sie die Schäden erwartet hier oder die Probleme? Ja, deswegen fahre ich her, um sowas zu sehen. Ne? Ob es in Ordnung ist oder nicht. Aber erwartet habe ich es eigentlich nicht, weil er eigentlich relativ oft in der Werkstatt ist, wegen Wartung und Pflege. Schon kurios oder schon komisch, warum die so ablaufen. Na gut, der Bus wird ja auch jetzt, bis die Reifen gemacht sind, nicht mehr eingesetzt. Also der bleibt stehen bis Mittwoch. Weil das ist mir zu wackelig. Innerhalb von 2 Tagen will er die Reifen wechseln. Dann muss er wieder zur Nachprüfung. Tschüss, bis Mittwoch. Inzwischen hat der Mann mit dem Segelfliegeranhänger Radmuttern besorgt. Wollen wir mal schauen, ob der am Schimmel jetzt noch ein Problem entdeckt irgendwo. Aber... Eigentlich wäre das dann, das kann eigentlich nicht sein, glaube ich, sehe ich auch so. Aber der Tag ist hin, ne?
Eigentlich wollte ich heute, ich wollte was tun heute. So. Oh, jetzt hat der Radmord dann gefunden. Ach Gott. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man Radmuttern überzieht, dass die Felge sich durchzieht in den Bund, dann fehlt die Vorspannung und da lösen die sich. Ne? Das werde ich ihm auch sagen, dass er sich hier wirklich mal noch, wirklich beim Reifendienst das nochmal genauestens untersuchen soll und notfalls neue Felgen besorgen. Ansonsten passiert ihnen die gleiche Geschichte wieder. Aber sie sind jetzt erstmal dran. Wir werden sie dann nochmal kontrollieren, ob sie auch im richtigen Drehmoment drin stecken. Angezogen haben sie das jetzt mit dem Ringschlüssel nur oder mit dem Radkreuz? Ja. Nach Gefühl? Nein, mit dem Fuß. Eben, das ist die Gefahr. Radmuttern, bestimmtes Drehmoment mit dem Fuß ist zwar fest, aber vor fest kommt ab. Ne? Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, dass wenn sie es überdehnen oder überziehen, dass die Felge durchgeschoben wird. So, ne? So ist mein Job. Ja, alles klar. Nee, es ist, genügt mir jetzt. Es ist nach 5 Stunden auf der Prüfstelle endlich die Plakette. Andreas Kessler und seine Helfer basteln weiter an Raritäten. Dann sehen wir das von dem Blau noch was. Ja, ist ja noch was da, ne? Nein, Quatsch, brauchen wir nicht. Von dem Heimeiler. Das ist okay. Fridolin, das alte Schweizer Postauto, soll zur Hauptuntersuchung. Hier ist alles original. Nein, da ist doch die Wellenlinie. Ja, wollte aber nicht akzeptieren, ne? Er sagte grundsätzlich, nee, mach ich nicht und so. Das ist doch blöd. Fridolin soll ein sogenanntes H-Kennzeichen für Oldtimer bekommen. Das spart Steuern. Bedingung ist ein technisch einwandfreier und originalgetreuer Zustand. Mein Reden, aber ich sagte ja schon, ich war letztes Mal beim TÜV mal und der hat ziemlich rumgemeckert. Der hat sich so ein bisschen quergestellt. Am besten Spielraum aus. Wie ich später zum anderen nochmal gefahren, da war das denn kein Problem. Das wird schon. Ja. Wird schon. Gut, den wir Weile haben. Bevor die drei sich verabschieden, ein letzter technischer Check. Standlicht? Jetzt gucken wir nochmal, ob alles leuchtet und alles blinkt. Abblendlicht? Ja. Ja? Ja. Hat er eine Kennzeichenbeleuchtung? Okay, geht auch. Die Generalprobe hat reibungslos funktioniert. Eigentlich müsste die Prüfung gut laufen. Der nächste Morgen. Aufregung in der Prüfstelle. Der Mercedes dieser Männer, technisch ein einziges Chaos. Als der Besitzer nach der Prüfung zahlen soll, rastet er aus. Das ist die Beleidigung, was Sie machen. Ja, gib mal meinen Brief, Mann. Was los mit dir? Die Polizei wird gerufen. Prüfer Stefan Jäger erstattet Anzeige. Hat er nach mir geschlagen, dann hat er versucht, über einen Tresen zu springen, seinen Kumpel hat ihn festgehalten. Dann hat er mit einem Becher auf den Tisch geschmissen, dann hat er meine Kollegin und hat gesagt, hier los ist, er sagt, mit dir spreche ich nicht, du Arschloch. Dann hat er draußen noch ein paar Leute beleidigt und ein paar Stück. Erstmal brauche ich eine Kopie von Personalwert oder Weiterleiten und ich möchte Anzeigen machen. Immer wieder mal kommt es vor, dass Autobesitzer das Urteil der Prüfer nicht akzeptieren wollen. Für die Gutachter keine leichte Situation. Man muss die Ruhe bewahren. Man muss trotzdem noch versuchen, klar zu denken und sich nicht anzustecken von dem Ganzen, dass man eventuell da was zurückschmeißt. Ne? Das ist innerlich ganz, ganz schwierig. Das ist unser Job, das wissen wir. Aber das passiert. Das sind alles nur Menschen. Und nervt zu was? Ja, das sind wir 1% unserer Kundschaft. Das ist ein schöner Spruch, macht uns 100% unserer Probleme. Wenig später sind Jan Horn mit Fridolin und Andreas Kessler mit seiner S-Klasse unterwegs zur Prüfstelle. Hier hat sich die Aufregung inzwischen wieder gelegt. Jetzt wird sich zeigen, ob sich der Aufwand der Bastler gelohnt hat. Zunächst ist Fridolin an der Reihe. Das mit Telefon hier. Das Telefon funktioniert, ja? Es funktioniert nicht. Nur eine Attrappe. Ein echtes Problem aber sind Fridolins Bremsen. Jetzt wird er heiß. Jetzt wird es ganz schlimm. Also hier haben wir wirklich eine Abweichung drin jetzt von 41%. Rechte Seite bremst da wesentlich stärker. Tritt hier natürlich volle Pulle drauf. Es wird immer böser. Der nächste kritische Punkt. Die fehlenden Gurte. Gurt ist natürlich im Moment nicht, weil LKW. Jetzt ist die Frage, wenn er ein Oldtimer wird, ob das dann natürlich nicht mehr für die LKW
Bestimmung dann einzuordnen ist. Ich notiere es mir. Da ist ja die Baugrenze 78 oder ja. So, glaube ich. Alles klar. Ja, das ist ja, aber das ist mir wurscht. Das ist ja original. Ja, ja, eben. Das ist ja, für die Postfahrzeuge gab es da auch Ausnahmeregelungen. Die hatten also, weil sie aber mal raus rein. In der Schweiz weiß ich nicht. Aber in Deutschland war es so, ja. Durften ohne Bock fahren. Auch unter dem Auto ist nicht alles in Ordnung. Hier haben wir einen dicken, fetten, eine dicke, fette Blase im Bremsschlauch. Ja, ne? Stimmt. Die ist also so dick, dass er gleich platzt. Das war ich wahrscheinlich jetzt auf der Bremse. Das ist vielleicht eine Ursache, warum wir hinten auf der Hinterachse unterschiedliche Bremswirkungen haben. Ne? Der pumpt sich nämlich auf, der Bremsschlauch. Ja, ja. Also das ist eindeutig schon fast die Ursache. Also das ist schon hart an der Grenze. Normalerweise müsste ich fast meinen, ich dürfte sie ja nicht mehr losfahren lassen. Sie wissen was, der wird also nicht jetzt in der nächsten Ecke platzen, dass sie schnellstens den Bremsschlauch reparieren und auf kürzesten Wege mit mäßiger Geschwindigkeit nach Hause fahren. Alles in allem ist Jan Horn mit dem Ergebnis dennoch zufrieden. Der Bremsschlauch ist schnell zu wechseln und Gurte sind auch zu beschaffen. Gute Aussichten auf die Plakette, also bei der Nachprüfung, in 14 Tagen. Wesentlich größere Schwierigkeiten gibt es bei der S-Klasse. Rost an allen Ecken und Kanten. Zumindest weiß Besitzer Andreas Kessler jetzt, woran er mit diesem Auto ist. Kaputt machen wir ja nichts. Hier ist, das gehört auch wieder, Rathausschweller, das ist also auch wieder die Stelle. Ja. Wo er durch ist, ne? Genau, wobei wir jetzt eben auf der Innenseite sind. Ja. Ja, also das ist hier total marode. Wir wollen hier jetzt nicht irgendwelche Löcher noch reinproduzieren, aber nee. Ja, das ist die Sache von hinten, die Lenksache. Löst alles, sehen Sie das? Ja. Schön komplett durchgerostet, kann man sogar reingucken und sieht da innen, dass sich da die Teile, die Bestandteile des Schwellers aufgelöst haben, ne? Ob er den Wagen restaurieren wird, weiß Andreas Kessler auch nach der Prüfung nicht. Nur eines ist klar. Die S-Klasse auf Vordermann zu bringen, wird eine Menge Geld verschlingen. Ach Gott, ein Strafzettel. Ja. Kommen Sie näher. Gestern gekriegt? Na, es wird ordentlich was kaufen. Das möchten Sie, und Sie haben den Strafzettel gefahren? Den Strafzettel gefahren? Bekommen. Bekommen, ja. Ist ja unglücklich, ne? Hier ist die Plakette abgelaufen. Genau. Und weil ich weiterfahren kann, brauchen wir eine neue. Genau. Schlechte Karten für Franziska Sauer. Schon vor 4 Monaten war die alte Plakette abgelaufen. Nur die Polizei hat es bemerkt. Pech für die 21-Jährige. Sie haben das schon gekauft, Fahrzeug? Oder? Nee, noch gar nicht. Ich wollte erstmal eine Probefahrt. Ich wollte erstmal eine Woche oder 2 Wochen damit fahren und gucken, ob es mir gefällt. Ob Ihnen gefällt. Und dann erst kaufen. Also ich bin mir noch nicht sicher. Das ist auch eine Austauschanlage, die Sie hier dran haben. Mhm. Das ist ein Remus-Eintopf. Da bräuchten Sie genauso wie für das Windschild. Das müsste sowas gehen, denke ich mal. Also ich meine, der Fahrer müsste das sagen. Er hat mir immer nur die Papiere mitgegeben. Ja, dann bräuchten wir über einen Auspuff nicht mehr nachdenken. Problem für Sie ist, das gilt auch für die Scheibe. Das sind Austauschteile, die dran sind, dass Sie im Zweifelsfall immer Nachweis führen. Darüber. Und das läuft hier so, beim Auspuffen bei der Scheibe, dass Sie eine ABE mitführen und dann ist das 20 genau. Ja. Also wie bei Autos, bestimmten Einzelteilen muss ich das hier dann mitführen. Obwohl technisch alles okay ist, muss Franziska noch mal wiederkommen. Entweder sie beschafft die allgemeine Betriebserlaubnis oder die Teile müssen ab. Ja, fahrmäßig ist alles in Ordnung, denke ich. Bremsen funktionieren. Jetzt haben wir im Prinzip 2 Probleme zu klären. Das ist das Windschild und der Auspuff. Mhm. Der mobile Dekra-Prüfer Gerd-Peter Fink wieder bei Automobile Française. Der Citroën mit dem Maserati-Motor ist soweit fertiggestellt, dass die Probefahrt stattfinden kann. Wenn man sich diese Schaltung mal anguckt, das ist ja fast wie Ferrari. Hier fehlt bloß noch die Kulisse. Der Sechszylinder arbeitet etwas rauer, als wir das von den heutigen Autos gewöhnt sind. Aber hier arbeitet eben ein Sechszylinder. Also von 1973, also für ein 30 Jahre altes Auto, unwahrscheinlich gut. Kann man wirklich nicht anders sagen. Die Probefahrt hat der Oldtimer bestanden. Jetzt muss er auf die Hebebühne. Unter dem Wagen entdeckt der Prüfer ungewöhnliche Details.
Interessant an diesem Auto, was man sich auch mal anschauen müsste, die Bremsscheiben sind nicht wie bei heutigen Fahrzeugen am Rad verbaut, sondern wir haben also die Bremsscheiben genau am Getriebe dran. Das ist also eine ganz besondere Bauweise dieser Bremse. Mit der schweren Bremsscheibe hätte man so eine weiche Federung nicht realisieren können, ohne dass das Auto an Fahrsicherheit eingebüßt hätte. 227 km/h von 1973, und das war doch schon außerordentlich erstaunlich für Citroën. Ne? Bis auf dass er vorne vielleicht dann Richtung Motor ein kleines bisschen Ölverlust hat, was ja diese Fahrzeuge teilweise haben, aber auch noch ohne Tropfenbildung, und das ist ein 30-jähriges altes Auto, also da kann man schon etwas großzügiger sein. Hundertprozentig dicht kriegt man diese Fahrzeuge nicht, aber was den Allgemeinzustand der Karosse, des Unterbodens, des Fahrwerks angeht, ist das hier ein super, super Zustand. Kann man wirklich nicht anders sagen. Wie viele Stunden haben Sie gebastelt? Also das will ich lieber gar nicht so genau nachrechnen, sonst wissen alle, wie schlecht ich vorher kalkuliert habe. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass man das auch wirklich eine spannende Arbeit ist, die ich gar nicht so als zumutende Belästigung empfinde, sondern das habe ich wirklich gerne gemacht. Hauptsache der Kunde weiß das auch zu würdigen nachher. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Franziska muss schrauben und dafür hat sie sich Hilfe besorgt. Auspuff und Schutzscheibe, beide nicht original, müssen weg, weil sie dafür nicht die erforderliche allgemeine Betriebserlaubnis hat. Gibt kein ABE. Gibt keine ABE, oder? Gibt keine ABE dafür. Und somit muss der ab. Der alte muss rauf, die Scheibe muss ab, das geht noch alleine hin. Kann ich hier rauskriegen, keine Chance hier. Schnell fährst du dann mit dem? In der Stadt ist es klar, dass man mindestens 70 und dann aufwärts fährt. Es sei denn, rote Ampel, weil die Leute können vor allem nicht fahren. Ansonsten auf der Autobahn. Oh. Also bis 200 habe ich es gebracht und nachher habe ich auch ein bisschen Respekt. Also man soll es nicht übertreiben. Man kriegt das jetzt nicht ab, jetzt haben wir es. Top, es sieht besser aus, oder? Ja. Schrauben macht Spaß, wenn man ein bisschen mehr Ahnung davon hätte. Meine Kleinigkeiten wie Blinker wechseln oder jetzt hier Kupplung oder Bremssiedel, wenn ihr umkippt und habt, das kriege ich noch hin. Das sind einfache Sachen, aber jetzt hier mit dem Auspuff und so weit, keine Ahnung, um Gottes Willen. Das wird spannend. Das ist. Hey, wenn du schaffst, kannst du mal sagen, du hast einen Auspuff und hast den BMW gewechselt. Über eine Stunde quält sich Franziskas Bekannter schon mit dem Auspuff. Aufgeben kommt nicht in Frage. Denn in ein paar Stunden steht die Nachuntersuchung bei der Prüfstelle an. Dort schlagen sich die Gutachter ebenfalls mit einem Motorrad herum. Chinesisch. Mit Bild ist das, der Fahrzeugschein. Andersrum. Andersrum, kann ich nicht lesen. Setz ihn mal ruf. Wo ist eine Kupplung? Hier. Na gut, dann wollen wir mal das Experiment wagen. Wenn ich halt brülle, dann hältst du an. Gut. Zirkusreif, ne? Ja. Wir machen das, am besten wir setzen einen Helm auf. Naja, ich fahre unter 5 km/h, also das ist nicht so wild hier. So. Strom haben wir, Hupe haben wir. Aha. Verdichtung hier. Wir haben einen Elektrostarter. Wow. Glaub's nicht. Ich fahr jetzt mal in der Halle. Aber wer ist alleine? Ich fahr nicht schnell. Ohne Helm. Das ist alles anders hier. Wir wollen mal sehen, ob das wirklich die Kupplung ist hier. Was ist das? Ich nehme mal an, es ist die Kupplung, aber ich fahre ja nur noch schon mit dem Motorrad, aber das habe ich. Wir versuchen es einfach mal. Und mal sehen, wenn ich jetzt den Gang einlege, ob ich hier wegfliege oder. Vielleicht fahren die da rückwärts, ich weiß es nicht. Also, sicher nicht die ganze nur mit Zeit. Fahrrädern rum, aber ich kriege hier nur einen Rückwärtsgang rein.
Ah, danke schön. Der Besitzer hat in Shanghai gearbeitet und das Gespann von dort mitgebracht. Jetzt will er wissen, ob es auf deutschen Straßen zugelassen werden kann. So, da werden wir mal ein großes Stück Papier holen und dann werden wir mal systematisch anfangen hier. Mal gucken erstmal. Sagst du mir. Der Reifen, Reifen ist chinesisch. Das ist herrlich. Das habe ich noch nicht gesehen. Du kannst ein Fragezeichen ranmachen, Bordgenehmigung. Die Funkentstörung, die scheint mir hier zweifelhaft in den Kerzenstecker. Also Kerzenstecker, der ist hier nicht für europäisch. Wenn der irgendwo rumfährt, dann gehe ich mal davon aus. Mein Handy hat nicht gestört, hat nicht. Gut, das können wir uns nochmal anschauen, Funkentstörung. Das ist unklar, also Technik. Die Russen bei der Wehrmacht geklaut und dann an die Chinesen verkauft. So sieht das fast aus, ja. Das ist eine Flatterbremse hier, das hat man also an alten Motorrädern früher. Ich kann mich mit diesen Lenkerhaltern überhaupt nicht anfreunden. Die machen auf mich einen Eindruck, geschmiedet von der Dimensionierung her, kein Vertrauen dazu. Diebstahlsicherung fehlt, kannst aufschreiben, Mangel. Ganzes Spiel im Vorderachsbereich. Aber ich meine, man kann damit fahren. Das ist im Garten, wenn man ein großes Grundstück hat. Und eine asphaltierte Strecke im Garten würde ich ihn da rauflassen. Aber auf die Straße würde ich ihn nicht lassen. In China ist die Straßendichte nicht so hoch. Und wenn die über den Acker fahren da, ich weiß nicht, dann passiert nicht viel. Der läuft also aus und braucht nicht bremsen. Vertrauen hätte ich dazu. Komm, machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Franziska Sauer hat es endlich geschafft. Der alte Auspuff ist wieder dran und die Scheibe weg. So, Sie sind zur Nachuntersuchung gekommen? Ja. Da war gestern die Scheibe ohne Nachweis und die Auspuffanlage. Ja, da ist also, sind die Mängel beseitigt. Plakette kann ich ihn ranmachen. Super. Ja. Den Schein, den stempel mal ab. Dies März, ja. Also nicht denken, jetzt, weil Sie im Juli hergekommen sind, dass es wieder bis Juli geht. Mhm. Wird zurückdatiert, weil alles klar. Im März abgelaufen alles klar. War. Mhm. Ja. Machen wir also März dran. Mhm. Und damit sind wir fertig. Okay. Alles wieder gut. Ich hoffe, es kann ich wieder schön fahren. Alles in Ordnung. Mit den Auspuffen fand ich ganz glücklich, weil er klingt nicht so gut. Aber klingt anders, klingt nach nichts. Aber damit muss man erstmal leben.